Sind wir live? Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Stellaris Flucht nach vorn, wo wir dem Überlebenskomitee der Menschen helfen, von einer explodierten Erde aus ein Sternreich in der Galaxie aufzubauen, welches die Jahrtausende überdauert, keine Ahnung. Wir sind gerade noch dabei, die Rescheti-Spezies zu verändern. In einem Monat sind wir fertig und dann können wir uns an die Menschen machen. Mal gucken, wie die Menschen verändert werden sollen oder ob wir das vielleicht von Welt zu Welt verschieden machen, weil wir haben ja verschiedene Welten mit verschiedenen. Zum Beispiel können wir die Forscher können wir auf die ganzen Welten packen, wo halt Forschung. Vorlage erstellen. Okay, machen wir das mal. So, das werden hier besonders gute Forscher. Das beides können wir denen nicht geben. Okay, dann gehen wir nochmal gemeinschaftlich und nennen die. Die nennen wir die Physiker. Weil die haben ein Faible für Physik. Ein Physiker, zwei Physiker. Und das Adjektiv ist Physiker. Okay. Vorlage erstellen. Ja. Und wo wollen wir die haben, ist jetzt die Frage. Also hier wird Forschung betrieben. Hier gibt es kein Plus und kein Minus für verschiedene Forschungsrichtungen. Das hier ist eine Tech-Welt. Da ist alles besser. Oh, die bauen schon gut. Verwaltungszentrum. Okay, wollen wir mal gucken, was haben wir alles an Physik hier. Wir haben Thalassa, da betreiben wir Technologie. Wir haben das Uranus-Habitat. Und wir haben Terra Nova. Thalassa, Uranus-Habitat und Terra Nova sind Forschungswelten. Okay. Dann fangen wir mal damit an, die Physiker dort. Also, Thalassa, Uranus-Habitat. Terra Nova. Das sind unsere Forschungs. Situation Log updated. So, in 8 Monaten fertig. Dann machen wir schon mal unsere nächste Menschensorte, sagen wir mal. Generatorenstation. Die bräuchten das hier. Das sind die Ingenieure. So, okay. Nicht Ingenieur. Ingenieur. Okay. Ist nichts zu schwer. Die wollen wir auf den Welten haben, die Energiecredits herstellen. Die werden natürlich dann wahrscheinlich sowieso wieder von A nach B reisen. Da können wir nichts gegen machen, aber erstmal brauchen wir sie auf Sargans Welt. Sargans Welt, Jupiterstation. Was ist das hier? Das Bergbau, okay. Sargans Welt, Jupiterstation. Sargans Welt und Jupiterstation, okay.
Ist die Frage, ob die die Gehirnschnecken brauchen? Eigentlich nicht. Kann man die rausnehmen? Nein. Okay. New technology discovered. Okay, Pionierkorps. Was können wir hier erfinden? Establishing colony. Oh, der ist da. Das heißt, er kann hier eine Sterntor-Baustelle hinstellen. Oh, warte, stopp. Bitte nicht da, sondern... Incoming Transmission. Hier, das ist näher dran. Die möchten einen Wirtschaftspakt schließen, aber immer doch. Colony founded. Cool. So, wir haben eine neue Kolonie. Da müssen wir auch mal ein paar Bauaufträge geben jetzt. Bam, 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 bam. New technology discovered. Oh, shit. Nicht mehr genug. Da. So, hier. New technology discovered. Dann können wir hier das erfinden. Sehr gut. So, haben wir schon Ingenieure jetzt? Nee, haben wir noch nicht. Wo wollten wir die hin? Jupiter und Sargans Welt war das. Sargans Welt. Und Jupiter Habitat. Situation Log updated. So, dann brauchen wir Leute, die für die Verwaltung zuständig sind. Oh wow. Genetic enhancements applied. Okay. Verwaltungsmenschen. So, die New technology discovered. Die nennen wir mal Beamte. Und die bekommen, wo war das? Traditionell bekommen die und... We have conquered another world. Und Naturschützer. Okay. Gar nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber wir machen, was wir machen. Okay, Physiker, Mensch. New technology discovered. Warum geht das nicht? Habe ich weggeklickt aus Versehen? Ah, nee, okay. So, wo haben wir Verwaltungswelten? Dänemark zum Beispiel. Dänemark und das war's auch. Ne? Dänemark und die Reichshauptstadt im Prinzip. Aber Thalassa, da haben wir jetzt schon Forscher hingemacht. Also nur Dänemark. Oh Mist. Warum kann ich die auf Dänemark nicht mehr anpassen? Was ist da los? Ausgewählte Vorlage. Ah.
Das verstehe ich nicht. Ach so. Die falsche Vorlage angeklickt, darum. Okay, jetzt geht das. Dänemark, Dänemark, Dänemark. Hier. Situation Log updated. So, und für alles andere. Machen wir die mal charismatisch. Species enhanced. Das sind die Restmenschen quasi. 68 Beamte. Wow. Okay. Ah ne, 23. 68 sind die Physiker. Okay. Dass die meisten Leute Forscher sind, das ist okay. Oder sollen wir die umbenennen hier, ne? Ne, brauchen wir nicht. So, Vorlage anwenden, gucken wir mal. Da sind Ingenieure, die wollen wir nicht. Die Beamten wollen wir auch nicht. Die Physiker wollen... ich habe schon wieder das Falsche angeklickt hier. So, Vorlage anwenden. Wir wollen nur die noch Mensch heißen. Situation Log updated. So. Haben wir schon 3000 Forschung. Und wir haben vergessen, beziehungsweise wir sind nicht dazu gekommen, die ganze Forschung hier... haben wir noch irgendwas? Ich meine, Sprungantrieb will ich nicht. Ich habe Sterntore bald, also brauche ich keinen Sprungantrieb. So, und hier KI-Raketen. Oder was wollen wir? Zack. Okay. Genetic Enhancements applied. Sehr gut. Wir haben alles Genetic Enhanced. Das ist eine Bergbaustation, da können wir natürlich diese Bergbaudinger hinbauen hier. New technology discovered. Und hier die Dingens. Und jeweils bauen wir hier natürlich Klontanks und. Wir haben nun mit der gewaltigen Aufgabe begonnen, einen neuen Forschungsnexus zu bauen. Die Basis ist fertig, jetzt laufen die Vorbereitungen zum Hinzufügen des Zentralhubs. Es besteht die realistische Aussicht auf neue, bahnbrechende Technologien und die Verwirklichung von Ideen jenseits unserer kühnsten Träume. Obwohl der Weg von uns, vor uns noch lang und voller Herausforderungen ist, haben wir jetzt den ersten Schritt getan. Ob die endlosen Mysterien des Universums für uns nun endlich in Reichweite liegen... So, New Technology Discovered. Können wir hier 15.000 Legierungen benutzen, um das ganze Teil New Technology Discovered. Das erste Mal aufzuwerten. Und hier erfinden wir endlich mal Hyper Entertainment Komplex. Das ist, der kostet ja gar nichts New mehr. New Technology Discovered. Das ist schon fertig. Und hier strategisches Koordinationszentrum, das ist noch so ein Weltwunder. Und ein Juggernaut. Juggernaut. Okay. Guti. So. Okay, wir haben noch 3 Bergbots, die veraltet sind hier. Situation Log updated. Das wollen wir mal eben beheben. Und dann hier auf New Earth ist unsere Rescheti, okay. Und Menschen wachsen hier, okay. Gut, hier ist fast unser Bauauftrag fertig. Tun wir hier mal alles rein und dann können wir vielleicht auch. Ach, sollen wir Bodenschätze suchen? Das macht hier eh keinen Sinn, ne? Anzahl der nicht beseitigten Blocker ist kleiner als 1. Besitzer hat Antischwerkrafttechnik. Okay, hier können wir 20.000 Mineralien, die haben wir noch lange nicht, die können wir ausgeben, um das hier in eine funktionierende Ökonomopolis zu machen, also in so eine Stadtwelt wie Trantor oder Coruscant bei Star Wars.
weil das war mal eine und ist in Ruinen zerfallen, wie diese eine Welt in Mass Effect 1, wo man gegen diesen komischen Baum kämpft. Da haben wir uns drum gekümmert. Hier könnten wir jetzt vielleicht das Habitat verbessern. Ja, können wir. Und ebenso hier. Und ebenso hier. Und hier noch nicht, weil hier sind die Forschungsdinger noch nicht fertig. Subtrack 5. Achso, hier haben wir Jibro drauf. Okay. Gut. Das ist Bergbauwelt. Hier können wir das verbessern. Okay, hier ist auch nicht mehr viel, was wir bauen können. Und hier gibt es noch 9 Jobs frei. Und hier. Die können wir nicht weiter vergrößern, scheinbar. Gut. So, mittlerweile kriegen wir immerhin 74 Mineralien pro Runde plus. Zusätzlich zu den 140, die wir verkaufen, damit unsere Energy Credits ausgeglichen sind. Wir könnten allerdings auch einfach 10 Kristalle und 10 von den flüchtigen Teilchen verkaufen. Da kriegen wir, glaube ich, mehr als genug dafür, oder? Verkaufen. Monatlichen Verkaufen. Kristalle wollte ich. Ne? Ja. So, und dann können wir vielleicht die hier entfernen, weil die brauchen wir wahrscheinlich bald. So, dann hoffentlich geht das jetzt nicht gleich wieder in den roten Bereich. Research Project concluded. Sieht gut aus, ich komme sogar ins Plus hier mit. Sterntor-Baustelle, sehr gut. Oh Gott, wir brauchen Geld. Was können wir verkaufen hier? Okay, das reicht. Gut. Oh Gott, jetzt haben wir genau das verkauft, was wir auch brauchen. Scheiße. Ah! New technology discovered. Das war ein teurer Spaß. Okay, jetzt. Warum immer noch nicht? Was soll das? So, können wir jetzt vielleicht... Okay, wir haben sehr viel Geld verschwendet und wir können immer noch nicht das Ding bauen. Das ist natürlich toll. Aber was wir machen können, ist schon mal den hier auf die nächste bewohnte... ins nächste bewohnte System schicken. Weil in allen bewohnten Systemen werden wir Sternentore bauen. So, dass die Händler nur immer schwupp durch die Tore müssen. Und wir uns keine Sorgen drum machen müssen, dass irgendwelche Raiders die zum Beispiel plündern. Da können wir ein paar von verkaufen. Und zack, fertig. Geht doch. So. Und dann bauen wir hier eine weitere Sternentor-Geschichte. So. Sternentor-Baustelle. Wo bauen wir die hin? Hier möglichst nah an der Welt immer. So. Und wenn wir noch genügend Rohstoffe haben, könnten wir hier auch noch eine bauen. Nein, uns fehlen 2000 Alloys dazu. Die können wir uns so nicht leisten. New technology discovered. Ah, oh, uns fehlen immer noch 200. Na, New gut. Technology discovered. So, ist jetzt auch langsam. Brauchen wir alles gleich dringend, sagen wir mal. Und hier eine Sterntor-Baustelle. Hier ist ein Habitat, hier ist der Forschungsnexus, also sagen wir mal hier, weil hier ist auch noch ein Planet. So, das Leben findet einen Weg. Was ist da gerade passiert? Ich habe das weggeklickt. Warte mal, das heißt meistens, wenn das Leben einen Weg findet, dass hier irgendwas passiert ist. Ich habe ein Missfall jetzt, okay. Okay.
Physiker, Mensch. So. So, das ist ein bisschen wie bei Dune, wo dann quasi die Navigatoren auch eine separate Spezies fast waren. Ich weiß nicht, die Miss Fell haben wir hier. Die haben jede Menge, die haben 8 Punkte noch. Das heißt, denen kann ich jede Menge Zeug geben. Zum Beispiel dann noch hier, dass sie besonders charismatisch sein sollen. Machen wir das mal. Situation Log updated. So. Species enhanced. Cool. Wir können Juggernaut bauen, wenn wir genug Alloys haben, was momentan erstmal nicht der Fall ist. Wir müssen erstmal hier warten, bis das alles fertig ist. Ja, der baut auch ein Sterntor-Baustelle, sehr gut. Dann haben wir hier, dann müssen wir da noch eins, weil das ist ein Grenzsystem. Eigentlich müssten wir hier, aber ob wir das verlieren oder nicht, das ist nicht so schlimm. Hier sind nur 6 Energie drin. Das heißt, selbst wenn unsere Nachbarn uns angreifen sollten und dieses System nehmen, ist das nicht so schlimm. Gamma-Laser. Was haben wir hier für eine Bevölkerung? Menschen. Okay. Was wächst hier? Menschen. Was wird geklont? Rescheti. Okay. Das ist eine Bergbauwelt mit... New technology discovered. Rumpfstärke, okay, machen wir. Produktion, Bergbaustation. Ja, das machen wir mal. Das ist am wichtigsten gerade. Hopp, 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 hopp. Warum kippt das Mikro immer? Das ist echt ungünstig. So, jetzt besser. So. New technology discovered. Tachyon-Lanze ist so ein großer Energiestrahl, den man in seine kapitalen Schiffe reinbauen kann. Und hier weiter Rumstärke, das ist halt nur eine Verbesserung von Zeug, das wir eh schon haben. Ah, Jeepro sind da auch drauf, okay. Mal gucken. Der Einfluss und die Möglichkeit, die unser Botschafternetzwerk bietet, sind eine Quelle großen Stolzes für das tyrannische Volk. Alle Botschaften geben 3 Einigkeit, okay. Das klingt gut. Einigkeit ist immer gut. Wollen wir mal gucken, wie das mit den Fraktionen aussieht. Wir haben 70% Übereinstimmung mit den Technokraten hier, 64% mit der Friedensliga, die Marshall Supremacy Alliance mag uns nicht so gerne. Jaloniens zeigt psionisches Potenzial.
Laut unter der Hand weitergegebenen Berichten der Yalon-Order-Behörden haben sich in bestimmten Individuen der Yalon-Spezies latente psionische Fähigkeiten zu manifestieren begonnen. Das muss eine ziemlich frische Entwicklung sein, da wir keine Berichte über Yaloniens haben, die jemals irgendwelche psionischen Fähigkeiten gezeigt hätten. Den weitergegebenen Berichten zufolge beschränken sich diese Fähigkeiten vorerst auf eine äußerst kleine Minderheit der Yalon-Spezies. Yalon-Order-Wissenschaftler konnten dafür mit keiner Erklärung aufkommen. Antworten. Psionische Kräfte, was für ein Schwachsinn. Okay. Mensch-Dominance-Movement mögen uns 60%. Wie kommt das denn? Xenos entrechtet. Dominanzbehauptung. Das klingt jetzt nicht so schön, oder? Warum sind die Xenos entrechtet? Da müssen wir gleich mal nachgucken. Voreinstellung. Voller Staatsbürger. Geschichtete Wirtschaft ist, glaube ich, das, was wir selber auch haben. Kolonisation gestattet. Bevölkerungskontrollen. Keine Bevölkerungskontrolle. Keine Migrationskontrolle. Warum sind die Xenos entrechtet? Das verstehe ich nicht. Freigestellt? Haben die Menschen eventuell selber andere Rechte? Ne, die haben auch geschichtete Wirtschaft voller Militärdienstkolonisation gestattet. Keine Migrationskontrolle. Ich habe keine Ahnung, warum die zufrieden sind. Okay, das beschäftigt mich jetzt, dass quasi meine menschlichen Supremacists zufrieden sind. Die Xeno Compassion League, die ist nicht zufrieden. Ich habe Säuberungen. Theoretisch lasse ich ethnische Säuberungen zu. Alle Flüchtlinge sind nicht willkommen. Ich bin nicht föderiert. Okay, das können wir ändern. Warte mal. Wo war das hier? Richtlinien. Säuberung. Wo haben wir das? Verboten. So einfach machen wir das. Und Flüchtlinge willkommen. Zack. So. Mal gucken, ob sich das denn jetzt ändert. Ja, siehst du, jetzt sind die bei 69%. Und das Mensch-Dominance-Movement ist auch immer noch bei 60%. Ich habe keine Ahnung, wie das kommt. Aber das sind beides sehr kleine Fraktionen. Also sollte ich eigentlich nicht meine Zeit damit verschwenden, denen... Oh, Vengralisches Triumvirat zerstört. Uns hat die Nachricht erreicht, dass das Vengralianische Triumvirat ihre mobile Verkaufsfront ab sofort schließt, weil die Karawane völlig vernichtet wurde. Bedauerlich. Das muss ein anderer gewesen sein. Ich weiß nicht. Tachyon-Lanze. Protonenwerfer. Whatever. Ja, wen wir noch zufriedener stellen könnten, wäre das Progress Promotion Board. Wissenschaftler Ricardo. Verteidigungshaltung. Das möchte bitte, dass wir nur Verteidigungskriege zulassen, dann ist es auch zufrieden. Okay, das können wir machen. Warte mal, das machen wir aber nicht, bevor wir hier mit denen eine Föderation gegründet haben. Flottenstärke überwältigend verjährt. Was soll das denn heißen? Ach, wir haben nicht genug Informationen, oder was? Okay, dann werden wir die einfach mal... Ich dachte, ich habe hier schon dreimal eine Botschaft eingerichtet. Was soll das? Ich verstehe das nicht. Irgendwas scheint hier nicht zu funktionieren. Vielleicht liegt das an dem Update, ich weiß es nicht. Aber theoretisch sollte das gehen. Gut, dann sind wir heute auch schon wieder fertig. Und ja, wir haben ein bisschen was rausgefunden. Wir haben unsere Parteienlandschaft mal ein bisschen näher beleuchtet. Wir können die alle noch mal einzeln durchgehen nächstes Mal.
Und wir haben für ein paar Parteien irgendwie geändert, was hier passiert. Unsere stärkste Fraktion sind die, die halt Xenos gut finden. Die finden halt kacke, dass wir keine integrierten Enklaven haben, aber was soll ich machen? Ich kann mir nicht einfach irgendwie irgendwelche Enklaven hererobern. Dann sind die auch wieder unzufrieden. Dass wir keinen neuen Kontakt haben und dass wir nicht föderiert sind. Oh nee, das ist Defense First. Nee. Defense First Movement. Okay. Naja, was soll's. Gucken wir uns beim nächsten Mal an. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch ein Like da, damit ich das bemerken tue. Oder einen Kommentar mit Anmerkungen. Vielleicht mache ich ja irgendwas ganz furchtbar falsch hier. Okay, dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.